Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Moritz und heute möchte ich dir ganz gerne zeigen, wie du die Standortausrichtung für deine Google Ads Kampagnen optimal einstellst. Warum ist das Ganze überhaupt so wichtig? Nehmen wir einfach mal an, dass du einen Online-Shop hast und deine Produkte in ganz Deutschland oder auch ganz Europa verkaufst. Dann wird es auf jeden Fall sein, dass du in bestimmten Regionen unterschiedliche Lieferzeiten hast oder vielleicht sogar ganz andere Lieferkosten. Das heißt, dein Umsatz wird natürlich auch anders sein. In anderen Worten ausgedrückt bedeutet das einfach nur, dass du deine Google Ads Kampagne nicht direkt auf Deutschland ausrichten musst, auch wenn du vielleicht in ganz Deutschland deine Produkte verkaufst, sondern dass du dich vielleicht erstmal auf ein oder zwei Standorte konzentrierst, wo vielleicht sowieso der Großteil von deinen Verkäufen herkommen. Leider wird das häufig von vielen vernachlässigt, aber wenn du das direkt umsetzt, dann kann ich dir garantieren, dass du auf jeden Fall bessere Ergebnisse mit deiner Google Ads Kampagne erzielen wirst. Um den besten Standort für deine Google Ads Kampagne herauszufinden, hast du im Idealfall schon historische Daten in deiner Kampagne. Natürlich kannst du auch externe Daten mit einbeziehen, zum Beispiel von bestehenden Kunden, oder du kannst dir auch einfach das Kundenfeedback durchlesen, weil oftmals findet man da auch interessante Informationen, wenn man einfach ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ansonsten ist es noch gut zu wissen, dass du die Gebote für verschiedene Standorte anpassen kannst. Das heißt, die Standortausrichtung in Google Ads ist keine Entweder-Oder-Funktion. Du kannst mehrere Standorte hinzufügen und dann kannst du einfach die Gebote für verschiedene Standorte erhöhen oder verringern. Ich weiß, dass das gerade ganz schön viele Punkte auf einmal waren. Da wird dich der nächste Punkt wahrscheinlich etwas beruhigen. Du kannst die Standortausrichtung nämlich jederzeit anpassen. Das heißt, wenn du deine erste Google Ads Kampagne erstellst, halte dich nicht allzu lange mit diesem Thema auf. Du kannst später jederzeit wieder zurückkommen und beliebig oft den Standort anpassen. Ich werde mich jetzt an meinen Computer setzen und dir diese einzelnen Schritte und alle Funktionen nochmal direkt in dem Google Ads Interface zeigen. Deswegen bleib auf jeden Fall dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Ich befinde mich jetzt in meinem Google Ads Test Account und den Standort legen wir immer auf der Kampagnenebene fest. Das heißt, du wählst einfach auf der linken Seite deine Kampagne aus, in der du ganz gerne den Standort anpassen möchtest. Und dann findest du hier unten links die Einstellungsmöglichkeiten zu den Standorten. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier unter Standorten sind, dann können wir hier auf den blauen Stift die Standortausrichtung einstellen. Und hier sehen wir direkt, dass diese Kampagne zum Beispiel auf Deutschland ausgerichtet ist. Das siehst du immer hier rechts auf der Karte. Das ist dann in blau hinterlegt. Das entferne ich einmal kurz. Und dann haben wir hier auch schon direkt die Möglichkeit, einfach einzugeben, welchen Standort wir ganz gerne haben wollen für unsere Kampagne. Ja, das heißt, wir können da wirklich einen Ort, eine Stadt, ein Land eingeben. Wenn ich hier zum Beispiel einfach mal Hamburg eingebe, dann kriegen wir hier verschiedene Vorschläge von Google angezeigt. Und dann können wir den Standort über Hinzufügen der Kampagne hinzufügen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, auf In der Nähe zu klicken. Das ist eine ganz interessante Option. Dann werden nämlich ähnliche Standorte, die sich in der Nähe von dem ausgewählten Standort befinden, angezeigt. Und somit können wir dann wirklich auf einen Schlag mehrere Standorte hinzufügen. Ich möchte in diesem Fall aber erstmal nur Hamburg als Standort hinzufügen. Und dann kannst du sehen, wie sich das auch hier auf der Karte ändert. Das ist jetzt in blau hinterlegt. Was du auch noch machen kannst, du kannst zum Beispiel einen Radius auswählen. Ja, das heißt, wir können hier wirklich einen bestimmten Standort angeben und dann einen Radius um diesen Standort auswählen. Dazu entferne ich einmal kurz Hamburg und wenn ich jetzt zum Beispiel die Reeperbahn in Hamburg einfach nur hinzufügen möchte, dann habe ich hier jetzt einen Umkreis von 20 Meilen ausgewählt. Das ist so die Standardeinstellung. Das können wir dann nachträglich noch anpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, dass ich nur die Leute erreichen möchte, die sich innerhalb von oder in einem Radius von 1 Kilometer um die Reeperbahn befinden, dass ich denen dann meine Werbung ausspielen kann. Ja, so können wir das dann einstellen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit,
einen Standort per Bulk- oder Balkverfahren hinzuzufügen. Zum Beispiel können wir hier einfach mal Hamburg, München und Berlin direkt hinzufügen. Ja, das heißt, du gibst die hier einfach ein, klickst dann auf Suchen und dann werden die hier unten angezeigt und über Einschließen kannst du die dann deiner Kampagne hinzufügen. Auch wenn das hier unten gerade etwas komisch aussah, hoffentlich ist das bei dir etwas anders. Ja, das heißt, wenn wir hier jetzt wieder rauszoomen, dann werden uns diese drei Standorte auch angezeigt. Ich entferne die kurz wieder und möchte dir noch eine letzte Sache zeigen. Dazu gehe ich wieder auf den Radius und da gibt es auch diesen sogenannten Stecknadelmodus. Ja, der ist hier oben in der Ecke ein bisschen versteckt und mit dem Stecknadelmodus, wenn ich hier draufklicke, dann habe ich hier ja, quasi diese Stecknadel, die ich irgendwo auf der Karte platzieren kann. Das bedeutet, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier nach Hamburg platziere, dann wird hier auch wieder direkt ein Umkreis bzw. ein Radius von 20 Meilen ausgewählt. Und dann kann ich zum Beispiel diesen Standort auch direkt mit einem Klick hinzufügen, beziehungsweise das natürlich auch noch nachträglich wieder anpassen, wenn ich das etwas genauer haben möchte. Beziehungsweise das ist wahrscheinlich etwas interessanter, wenn du irgendeinen bestimmten Standort in der Stadt auswählen möchtest. Dann setzt du hier einfach die Nadel, änderst anschließend noch den Umkreis und fügst ihn dann über diesen Weg hinzu. Wie du sehen kannst, gibt es verschiedene Wege, um den Standort einzustellen. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, was genau das Ziel von deiner Kampagne ist. Wenn das zum Beispiel eine lokale Kampagne ist, dann macht es sicherlich Sinn, zum Beispiel mit dem Stecknadelmodus das alles einzustellen. Wenn du natürlich eine größere Zielgruppe hast und auch in mehreren Städten bzw. vielleicht auch in mehreren Ländern deine Zielgruppe hast, dann kannst du natürlich einfach nur das Land hinzufügen. Das wollte ich dir einfach nur mal kurz zeigen, wie das alles funktioniert und wie du solche Sachen einstellen kannst. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz Deutschland als Standort hinzufügen, um dir einfach noch mal kurz zu zeigen, wie wir Standorte ausschließen können. Letztendlich ist der Prozess genau der gleiche. Wir klicken hier wieder auf den blauen Stift und wählen dann einfach den Standort aus, den wir ganz gerne ausschließen möchten. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt Deutschland als Standort ausgewählt, aber möchten aus verschiedenen Gründen zum Beispiel unsere Werbung nicht in Bayern ausspielen. Das heißt, wir wählen jetzt hier einfach Bayern aus, schließen das aus und dann wird das auf der Karte in Rot angezeigt. Hier gibt es dann auch wieder die Funktion Standorte mit dem Balkverfahren auszuschließen. Was wir hier auch sehen, ist, dass zum Beispiel der Radius fehlt. Das heißt, wir können keinen Radius für einen bestimmten Standort auswählen und somit auch nicht den Stecknadelmodus verwenden, um Standorte auszuschließen. Das ist etwas, was du mehr und mehr in Google Ads mit der Zeit wahrscheinlich sehen wirst. Es ist mit den Einstellungen einfach, die Reichweite zu vergrößern. Aber Google macht es einem immer etwas schwieriger, das Ganze einzugrenzen. Das liegt einfach daran, dass Google gerne mehr Geld machen möchte. Und deswegen ist das natürlich auch in dem Interesse von Google, dass die Werbetreibenden möglichst viel Geld ausgeben. Und das funktioniert einfach besser, wenn die Zielgruppe möglichst groß ist. Deswegen fall da auf jeden Fall nicht rein, guck dir das genau an und versuche, das einzugrenzen, soweit es geht. Zum Schluss möchte ich dir noch eine wichtige Funktion zeigen. Die finden wir nämlich unter Einstellungen. Beziehungsweise unter Einstellungen haben wir auch die Möglichkeit, unsere Standortausrichtung anzupassen. Das heißt, wenn wir das hier zum Beispiel aufklappen, dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die Standorte hinzuzufügen bzw. auszuschließen. Und wenn wir hier dann auf die erweiterte Suche klicken, dann öffnen sich auch wieder die anderen Optionen, die wir eben gerade schon gesehen haben. Die letzte Funktion, die ich noch zeigen möchte, finden wir hier unter Standortoptionen. Die Standortoption, das ist quasi wie nochmal so eine zweite Ebene unter der Standortausrichtung. Und damit können wir nochmal etwas genauer definieren, in welcher
Zielregion unsere Werbung überhaupt ausgespielt werden soll. Das wird leider häufig von Werbetreibenden übersehen, wodurch das Werbebudget einfach nicht wirklich zu 100% effektiv benutzt wird. Wenn wir uns zum Beispiel die Grundeinstellungen ansehen, dann sehen wir hier direkt wieder zwei Empfehlungen von Google. Die erste Empfehlung, also die erste Ausrichtung, die sagt quasi aus, dass wir unsere Werbung an alle Leute ausspielen möchten, die sich in unserer Zielregion befinden. Ja, das heißt zum Beispiel alle Leute, die zum Beispiel in Deutschland wohnhaft sind, beziehungsweise Nutzer, die sich dafür interessieren. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil der besagt, dass die Werbung auch an Leute ausgespielt werden kann, die sich nicht in unserer Zielregion befinden und die da leben, sondern das können auch Leute aus dem Ausland sein, die sich zum Beispiel für die Sache in Deutschland interessieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kochkurs in Hamburg über Google Ads bewerben möchten, das passt jetzt hier nicht super mit der Ausrichtung, die wir jetzt hier gerade sehen, aber das dient einfach nur mal ganz kurz als Beispiel. Ja, also nehmen wir einfach mal an, dass ich ganz gerne einen Kochkurs in Hamburg mit Hilfe von Google Ads bewerben möchte. Und ich weiß, dass 99% von den ganzen Leuten, die zu meinem Kochkurs kommen, auch aus Hamburg kommen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Standortausrichtung auf Hamburg einstelle und die erste Option auswähle, die auch von Google empfohlen ist, dann bedeutet das, dass die Werbung zum Beispiel auch Leuten aus Bayern ausgespielt werden kann, wenn jemand aus Bayern zum Beispiel für einen Kochkurs in Hamburg sucht. Und das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja wirklich versuchen, nur Leute aus Hamburg zu erreichen, weil ich weiß, dass ich die relativ einfach zu Kunden gewinnen kann. Ja, also nochmal einfach ausgedrückt, mit der ersten Ausrichtung, die von Google empfohlen wird, bedeutet es nicht, dass deine Werbung wirklich nur in dem Standort ausgespielt wird, den du ausgewählt hast. Wenn das für dich wichtig ist, dann müssen wir die zweite Option auswählen. Damit sagen wir dann Google, dass wir wirklich nur Nutzer erreichen wollen, die sich gerade oder regelmäßig in meiner Zielregion befinden. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, nämlich Personen, die nach ihrer Zielregion suchen. In den meisten Fällen macht diese Einstellung oder diese Funktion eigentlich gar keinen Sinn, außer man möchte zum Beispiel Werbung für ein Hotel machen und man möchte ganz gerne keine lokalen Leute, also keine Leute, die sich in dem Standort befinden, erreichen, sondern wirklich nur Leute von außerhalb. Dann finden wir hier unten noch die Funktion für das Ausschließen. Da gibt es wieder die Empfehlung von Google, dass wir Nutzer ausschließen, die sich in unseren ausgeschlossenen Standorten befinden, beziehungsweise auch die Nutzer, die sich dafür interessieren. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, wirklich nur die Nutzer auszuschließen, die sich in unseren ausgeschlossenen Standorten befinden. Hier macht es Sinn, die Empfehlung von Google auch zu nutzen. Damit gehen wir wirklich sicher, dass wir den Großteil an Kunden ausschließen, die wir auch nicht haben wollen. Und bei der Ausrichtung würde ich dir empfehlen, sofern es natürlich auch Sinn macht für dich, die mittlere Funktion, also Nutzer, die sich wirklich nur gerade oder regelmäßig in der Zielregion befinden, auszuwählen. Ja, das heißt, mit diesen zwei Einstellungen, da gehen wir sicher, dass wir wirklich unser Werbebudget nur für die Leute ausgeben, die sich auch wirklich in unserer Zielregion befinden. Und somit setzen wir unser Werbebudget natürlich auch möglichst effizient ein. Ja, also nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Versuch wirklich, dass du dich ganz am Anfang, gerade wenn du mit deinem Marketingbudget etwas limitiert bist, dich nur auf die profitablen Standorte zu konzentrieren, beziehungsweise versuch erstmal in ein oder zwei Standorten wirklich profitabel zu werden, bevor du das Ganze expandierst. Ja, so viel erstmal als kurze Einleitung zu den verschiedenen Standortausrichtungen, die wir vornehmen können. Und wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann lass mir gerne einen Kommentar da oder schreib mir direkt eine Nachricht. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und werde dir auf jeden Fall antworten.
Abonniere gerne den Kanal, mich würde das super freuen und es ist auch eine große Motivation, mehr Videos zu produzieren. Vielen Dank nochmal, dass du dir das ganze Video angeschaut hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du im nächsten Video auch wieder dabei bist.